Kennt ihr das? Ihr braucht für ein Gericht Knoblauch, aber ihr habt mal wieder keinen auf Vorrat. Denn wer sich auf Vorrat Knoblauch halten will, der hat häufig das Problem, dass Knoblauch schnell trocknet oder unansehnlich wird. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, gibt es eine Lösung. Ihr könnt aus Knoblauch ein Knoblauchmus machen. Das hält sich bis zu 6 Monate im Kühlschrank und ist genauso gut wie frischer Knoblauch. Wie ihr Knoblauchmus herstellt und was ihr beachten müsst, das erkläre ich hier in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ihr benötigt für das Knoblauchmus nichts weiter als 150 Gramm Bio-Knoblauch und 50 Milliliter Speiseöl, zum Beispiel Rapsöl. Achtet darauf, dass es Bio-Knoblauch ist, damit ihr im Knoblauchmus nicht irgendwelche zusätzlichen Schadstoffe habt. Im Folgenden zeige ich euch, wie ihr Knoblauch relativ einfach und schnell schälen könnt. Ihr nehmt ein Klopfgerät, zum Beispiel einen Fleischhammer, und haut erstmal auf die Knollen drauf. Keine Panik, der Knoblauch zermatscht dadurch nicht und wenn, wäre es auch nicht schlimm, er wird ja immerhin zum Mus verarbeitet. Aber wie ihr seht, fallen dadurch schon mal die ersten Schalen ab. Dann nehmt ihr ein einfaches Glas mit Deckel, gebt den Knoblauch da rein und schüttelt das Glas mehrfach hin und her. Auch dadurch fallen wiederum weitere Schalen ab. Die Zehen, an denen nur noch ein bisschen Schale ist, werden jetzt noch fertig geputzt. Und die Zehen, an denen noch die komplette Schale hängt, die kommen jetzt nochmal rein ins Glas und werden erneut geschüttelt. Auch jetzt fallen wieder weitere Schalen ab und der Rest wird dann einfach nur noch geputzt. Diese Methode dauert unter 5 Minuten und jetzt überlegt mal, wie lange ihr normalerweise braucht, um 3 Knollen zu schälen. Das Ergebnis lässt sich doch dann sehen, oder? Die fertig geschälten und geputzten Knoblauchzehen kommen jetzt in einen Gemüsezerkleinerer. Wer keinen hat, muss einen Mixer nehmen. Und dann wird der Knoblauch erstmal fein zerkleinert. Dann fügt ihr das Öl hinzu und mixt alles noch einmal durch. Und zwar so lange, bis alles schön musig ist. Zwischendurch den Knoblauch von den Rändern nach unten streichen und noch einmal mixen. Dadurch bekommt ihr ein wunderbares Knoblauchmus. Das war schon mit der Zubereitung. Alles in ein Glas abfüllen, deckelfest verschließen, ab in den Kühlschrank und ihr seid fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Vielleicht abonniert ihr sogar meinen Kanal, dann klickt auch gleich die Glocke an, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich mal wieder etwas Neues einstelle. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.